Nach einer Stunde und 400 Höhenmetern stehe ich leider wieder vor der geschlossenen Geländehütte. Herrlicher Ausblick auf Buchberg und Schneeberg. Es ist hier windig und kalt und nicht gerade einladend für eine Sitzpause. Blick über die hohe Wand, hinunter nach Grünbach am Schneeberg. Abstieg nach einer halben Stunde, jetzt Richtung Rastkreuzsattel und später über den Fasselsteig zurück nach Grünbach. Nach dieser kurzen, aber schönen Wanderung bin ich nach insgesamt 2 Stunden 10 Minuten wieder beim Auto und Heimfahrt.